Herzlich willkommen zu Project Zomboid, einem Survival-Titel, der uns jetzt für die nächsten Tage und Wochen auf meinem Kanal begleiten wird. Wie komme ich auf das Spiel? Der Creator TV, einer meiner Abonnenten, hat mich mal gebeten und gefragt, kannst du nicht mal ein Let's Play von Project Zomboid machen? Und ja, dieser Bitte komme ich sehr, sehr gerne nach. Ich freue mich schon drauf. Und ich hoffe, ihr habt bei der ganzen Sache jetzt dann gleich genauso viel Spaß wie ich, wenn wir gemeinsam die Spielwelt unsicher machen. Also, Creator TV, wenn du das hier siehst, dann erstmal schöne Grüße an der Stelle und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß zu diesem Gameplay-Video von mir und auch zu den folgenden natürlich von Project Zomboid. Ja, und wenn auch ihr spezielle Spiele ganz gerne mal sehen möchtet auf meinem Kanal oder irgendwelche Spielvorschläge habt, dann zögert nicht und schreibt sie mir ruhig in die Kommentare rein. Ich werde dann mir ein paar Projekte raussuchen und das ein oder andere dann in den kommenden Wochen, Monaten zeigen und veröffentlichen. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn da ein paar interessante Vorschläge von euch kommen. Also, wie gesagt, einfach in die Kommentare unter dieses Video oder in jedes andere Video. So, um jetzt aber wieder zurück zum Spiel zu kommen. Entwickelt und veröffentlicht wurde Project Zomboid von The Indie Stone. Und im November 2013 ist das Ganze dann auch auf Steam erschienen. Ja, derzeit befindet sich Project Zomboid noch in der Early Access Phase. Ich spiele jetzt hier die Version 36.4. Man sieht es hier unten. Und ja, Project Zomboid weist unter anderem einen Einzelspielermodus als auch einen Multiplayer-Modus auf. Das heißt, ihr könnt gemeinsam mit euren Freunden hier auch um die Häuser ziehen und gemeinsam den Zombies den Gar ausmachen. Das macht das Ganze natürlich weitaus interessanter. Eine Workshop-Anbindung gibt es auch noch an den Steam Workshop. Ihr könnt euch dann hier spezielle Mods herunterladen, zum Beispiel wie hier diesen Hunting-Mod. Mache ich in dem Fall jetzt hier nicht. Ich spiele hier nur das Rohspiel an sich. Also ich habe keine Mods oder dergleichen installiert. Aber durch die Mods könnt ihr natürlich euer Spielerlebnis noch viel, viel besser gestalten und individualisieren. Ja, abschließend komme ich noch kurz zum Preis. Derzeit kostet Project Zomboid auf Steam 13,99 €. So, ich würde sagen, ich bin beim theoretischen Teil durch und starte jetzt gleich mal ein Spiel. Und das Tutorial, die erste Anlaufstelle für alle frisch infizierten Project Zomboid-Überlebende. Ich spiele das Tutorial jetzt auch nochmal. Ich muss dazu sagen, ich habe Project Zomboid schon mal gezockt. War aber, oder besser gesagt, ist schon eine Zeit lang her. Von daher bin ich nicht mehr unbedingt ganz so gut informiert. Und dann glaube ich, ist so eine kleine Auffrischung gar nicht verkehrt, wenn wir uns die jetzt gleich mal gemeinsam ansehen. Das ist die Endzeit. Es gibt keine Hoffnung zu überleben. So bist du gestorben. So, mal schauen, was uns jetzt gleich erwartet. Ah ja, da sind wir auch schon angekommen. Willkommen bei Project Zomboid. Kurz gesagt, du wirst dir dabei zusehen, wie du elendig verreckst. Schon mal gut. Der erste Satz baut mich schon wieder sehr, sehr auf. Der motiviert mich richtig. Niemand trauert um dich und du wirst schnell in Vergessenheit geraten. Alles wird für umsonst gewesen sein. Lass uns also sicherstellen, dass du bereit für den Kampf bist. Ja, dann machen wir das mal. Das Wichtigste zuerst. Du kannst zoomen, hierzu betätige den Mausrad oder die Equals-Minus-Taste. Lass uns gleich mal diesen einsamen Ort, wo du sterben wirst, in der Vogelperspektive betrachten. So, dann zoome ich mal raus und wieder zurück. Ups, das war ein bisschen zu nah. So, das war großartig. Nun weiter. Ein Klick auf das Herzsymbol zeigt dir die wichtigsten Informationen deines Charakters. Okay, ich sehe hier praktisch meinen Charakter und die Lebensanzeige. Hier kannst du deinen Gesundheitszustand einsehen.
Kratzerbisse, gebrochene Extremitäten, wird alles zu deinem Komfort angezeigt. Wie gnädig die hier bei uns sind. So ein Komfort für uns. Wenn du medizinische Fähigkeiten hast, werden diese auch hier angezeigt, sodass du in der Lage bist, dich selbst flicken zu können. So, Fähigkeiten gibt es natürlich auch noch, wie in jedem Survival-Game. Gehören natürlich auch dazu. Du stellst dich wirklich gut an. Es wird so eine Schande sein, dich zu verlieren. Dieses Feld zeigt dir die Punkte für verschiedene Überlebensfähigkeiten an. So, was gibt's denn hier eigentlich Schönes? Einmal Agilität. Okay, mit Sprinten und Co. Dann die ganzen Handwerksberufe. Okay, an Metallbearbeitung kann ich mich zum Beispiel jetzt gar nicht mehr erinnern. Also, ich glaube, das müsste neu hinzugefügt worden sein. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht, als ich das Game gezockt habe. Aber ich kann mich natürlich auch da täuschen. Einmal scharfe Waffen, dann Schusswaffen, stumpfe Waffen und Überlebenskunst. Gut. Also doch ordentlich zu skillen hier. Während du versuchst, deinen Tod zu verzögern, werden Aktivitäten im Spiel deine Erfahrungspunkte erhöhen. Diese werden benötigt, um die Stufe deiner Fähigkeiten zu erweitern. Deine Lerngeschwindigkeit kann durch Bücher erhöht werden. Letztlich wird dein Gehirn verwesen, aber in der Zwischenzeit, warum nicht Tischlerei lernen? Da hat er schon recht, dieser Waschbär, der Spiffo. So heißt er nämlich. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich bin wirklich gespannt, was als nächstes kommt. Schließ bitte nun das Charakterfenster, um herauszufinden, was passiert. Du kannst was sehen. Wuhu! Halte rechte Maustaste gedrückt und bewege die Maus. Du schaust nun in die Richtung, zu der du deine Maus bewegst. Dann mache ich das mal. So, einmal rundherum, das ist nicht schwer. Achtung, du kannst nur in die zugewandte Richtung sehen. Schneller und unerwarteter Tod kommt gerne von hinten, egal ob von Untoten oder Mitmenschen. Lass uns etwas Blut pumpen, bevor es erstarrt und verrottet. Beweg dich mit WASD in den Nebenraum. Da ist es sicher. Okay, dann schaue ich doch hier gleich mal. Schau, habe ich doch gesagt, dass es sicher ist. Ja, sagt er jetzt. Halte rechte Maustaste gedrückt, um dich umzusehen, während du gehst. So kannst du schleichen und dich in der Gegend umsehen. Versuch es mal. Oh, oh, das war ein Zombie. Oh nein, das klingt wie ein Untoter. In Project Zomboid wirst du oft genötigt sein, sehr schnell wegrennen zu müssen. Renne zu der Markierung an der Küchenzeile. Okay, mit gedrückter Shift-Taste, ist klar. Was steht jetzt da? Hungern kann durch Plünderung der Wohnung der kürzlich Verstorbenen gestillt werden. Bewege die Maus über das Beuteinventar und erweitere es. Eine tote Maus. Soll ich jetzt aufnehmen. Und die Flasche natürlich auch. Flasche leer. So, siehst du die Gefühlsanzeige auf der rechten Seite des Bildschirms? Da knurrt wohl jemanden der Magen. Essenszeit. Mit Rechtsklick auf ein Objekt öffnen sich die Interaktionsmöglichkeiten. Isst die Maus. Ja, lecker, lecker. Eine verrottete, ungekochte Maus. Die muss ja schmecken. Die spreizt dich ja, wenn ich die jetzt esse. Die spreizt dich den ganzen Weg nach unten. So, das ist besser, abgesehen von der Übelkeit. Ja, wundert mich nicht, dass dem da kotzübel wird, bei der Maus. So, meine Wasserflasche soll ich auch noch gleich auffüllen. Mit der rechten Maustaste kann ich hier das Waschbecken auswählen und dann füllen wir die auch gleich mal. So, du trinkst automatisch von jedem Wasser, das in deinem Hauptinventar mitgeführt wird. Okay, also brauche ich ihn nicht extra das Trinken anschaffen, das ist gut zu wissen. So, jetzt schauen wir mal, was in den anderen Schränken drin ist. Gibt ja hier noch genügend Möglichkeiten zu looten. Hier ist nichts, hier ist auch... Doch, eine Bratpfanne. Eine Waffe, sehr gut. Rechtsklick und primär ausrüsten. So, wo habe ich es jetzt? Da habe ich es, Waffe. Die Luft ist sehr stickig hier. Lass uns mal ein Fenster öffnen, damit frische Luft reinkommt. Ja, dann mache ich das mal. Okay, mit E kann ich interagieren. Ui, da ist er schon. Unser allererster Zombie. Okay, ich soll mich rausschleichen und dann dem Zombie den Garaus machen. Mache ich jetzt mit gedrückter E-Taste. Dieses Rausschleichen. Je länger du den Schlag vorbereitest, desto... Alles klar.
Ich kann praktisch mit WASD und gedrückter Maustaste, rechter Maustaste umherschleichen und dann logischerweise auch den Schlag aufladen, um mehr Damage zu machen. So. Du stehst gut so. Schlag mit linker Maustaste zum Angriff. Ein schnell ausgeführter Schlag hat weniger Leistung. Okay. Gut. Nein. Jetzt. Nimm das. Peng. Peng. Na, die hält aber viel aus. Okay, das war dann mal das Hirn, das da rumgespritzt ist. Glückwunsch. Wirf einen Blick in das Zomboid-Überlebenshandbuch für weitere Tipps zum Überleben. Mache ich das mal. So, da ist es auch schon. Erstmal die Grundlagen lernen. Nicht rennen. Überlebende, die schnell rennen, werden ganz schnell zu toten Überlebenden. Danke für die Info. So, immer aufladen und schwingen. Okay, Wasser ist klar, dass das überlebensnotwendig ist. Ohne Wasser geht nichts. Zombies vernichten Türen und Fenster. Im Zweifel barrikadieren. Craften. Okay, die Zombies können mich immer noch durchs Fenster sehen. Ich sollte also immer dann die Fenster zuhängen. Damit hier keiner zusieht. Vermeide Spanner. So, ist klar. Das Ganze natürlich kochen, das Essen. Sonst geht es mir so wie jetzt. Übelkeit. Und das geordnete Sortieren deines Inventars spart dir viel Zeit und oft auch dein Leben. Ja, da muss ich dann wohl an mir arbeiten, weil ihr kennt es aus meinen anderen Spielen. Mein Inventar schaut meist aus wie Kraut und Rüben. Auf alle Fälle ganz sicher nicht geordnet. Aber gut, ich kann ja an mir arbeiten. So, Leertaste im Vorzufahren. Ah ja, wenn mich ein Zombie gebissen hat, dann kann ich mit Q ein Gegenmittel schlucken gegen die Infektion. Dann probiere ich das mal. Nur ein Scherz. Alle Hoffnung ist verloren. Es gibt kein Antidot. Viel Spaß. Nicht dein Ernst. Er hat uns voll hier in die Falle gelockt. Oh, oh. Weg, 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 weg. Ich will da nicht sterben. Aber gut, ich glaube, da gibt es keinen Ausweg. Dich, wenn ich erwische, Spiffo. Das zahle ich dir heim. Das zahle ich dir heim, du Waschbär. So, du kommst hier. So, einen nehme ich noch mit. Einen nehme ich noch mit. So, ich mache am besten mal meine Lebensanzeige aus. Kratzt bin ich schon, blutend. Ja, nein. Okay, wisst ihr was? Rein in die Meute. Ja, oh, gekratzt, blutend, alles, okay. Danke, schön euch gekannt zu haben. Ja. Und so vegetiere ich dann mal dahin. 9 Minuten und 10 Sekunden habe ich ausgefallen und zumindest 2 Zombies getötet. Immerhin. So, jetzt natürlich zurück zum Hauptmenü. Bin ich selbst noch zum Zombie geworden. So, das Tutorial erfolgreich abgeschlossen. Dann geht's jetzt aber wirklich ans Eingemachte. Ich spiele ein Szenario und zwar fange ich an mit der Erstinfektion. Und okay, am 8. Juli 93 ist praktisch die Epidemie ausgebrochen. Und ich spiele das Ganze mal auf normal. So, weiter. Okay, wo fange ich an? In Muldraw gibt es 3566 Überlebende. New Denver weniger. Rosewood steht nichts dabei. Und hier gibt es knapp 4000. Ich gehe jetzt mal nach Rosewood, weil diese Ortschaft kenne ich noch gar nicht und die interessiert mich jetzt. Wird wahrscheinlich dann schon falsch sein, aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, Charaktername ist klar. Nachname, ich versuch's mal, ich lasse den mal heraus. Hautfarbe machen wir hellhäutig. Brusthaar sowieso. Natürlich. Stoppeln. Können auch mit. So, eine Weste ziehe ich dir an. Die, ja, so eine dunkelblaue Weste. Dann eine Hose. Oder was können wir hier auswählen? Ne, natürlich Hose. Keine nehme ich. Eine schwarze Hose.
und Schuhe selbstverständlich. So, Haarfrisur, Halbglatze, kurz, machen wir kurzes Haar und kurzes, ja, blondes Haar und Barttyp, dann machen wir mal Ziegenbart. So, weiter. Ja, wähle deinen Beruf und deine Eigenschaften. Da gibt es jetzt wirklich sehr, sehr viele Eigenschaften. Info, komme ich da hin? Positive und negative. Genau, so war das. Hier sind die ganzen positiven Eigenschaften, die ich meinem Charakter zuweisen kann. Hier unten die ganzen negativen. Für jede positive, hier jetzt praktisch ihr Gewand, bewegt Inventargegenstände schneller. Die kostet mich dann 2 Punkte. Ich habe hier unten 8 verbleibende Punkte und kann dann, nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt den Wachmann nehme, habe ich eh schon verbleibende Punkte minus 2. Das heißt, ich muss mir einen Negativ-Skill reinnehmen, sozusagen. Also in dem Fall mache ich jetzt einfach mal Schusslick, damit ich dann auf 0 komme. Und dann erst kann ich auch das Spiel hier starten. So, einen Wachmann nehme ich aber nicht. Machen wir noch kurz arbeitslos. Und dann nehme ich, was ist denn gut, Feuerwehrmann, Polizeibeamter, Wildhüter, Bauarbeiter, Einbrecher. Schwierig. Schwierig hier eine Wahl zu treffen. Veteran desensibilisiert, Krankenpfleger, gibt ja wirklich sehr, sehr viele Berufe. Holzfäller, Fitnesstrainer, Hamburgwender. Elektriker kann Generatoren betreiben. Ingenieur. Schlosser. Kann schweißen, um geschmiedete Metallteile und Barrikaden zu erstellen. Barrikaden sind gewiss nicht verkehrt. Dann nehme ich den jetzt gleich mal. So, minus 6 verbleibende Punkte. Was nehme ich denn? Ich nehme... Benötigt mehr Zeit, um Bücher zu lesen. Bewegt Inventargegenstände langsamer, finde ich jetzt auch nicht so schlimm, diesen Skill, also diesen Negativ-Buff. Sonst noch irgendwas? Wird eher von Zombies entdeckt. Puh, schwierig. Macht mehr Geräusche beim Bewegen, schwerhörig. Feige wollte ich nicht machen. Weil dann bricht er gleich in Panik aus. Ich nehme... Was nehme ich? Ich nehme schwerhörig. Und spielen. So. Los geht's. Das ist die Endzeit. Es gibt keine Hoffnung zu überleben. So, bist du gestorben. La 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 la. So, perfekt. Los geht's. Auf ins Abenteuer. So, hier bin ich. In meiner kleinen, bescheidenen Wohnung. So, der Fernseher ist aus und auf halber Lautstärke. Den machen wir gleich mal aus. Ich will ja hier keine Zombies unnötig anlocken. Und dann schaue ich mich erstmal in aller Ruhe in meinem Eigenheim hier um. So, Kohldampf. Hat er schon Kohldampf? Nein, hat er nicht. So, Warhead. Er ist Schlosser. 27. Männlich. 80 Kilo wiegt er. 0 Zombies getötet. 0 Überlebende getötet. Kann ich irgendwo sehen, ob er hungrig ist? Normalerweise wahrscheinlich nur hier oben. So, hier habe ich mein Inventar. Herstellungstab. Ui. Da kann man viel herstellen. Aber da gehen wir erst später drauf ein. Und hier kann ich Gegenstände verschieben, platzieren und drehen. Okay. Hungrig ist er nicht, der Charakter. Dann kriegt er auch jetzt noch nichts zu essen. Sind wir relativ schmerzfrei. Ui, Schrotpatronen in der
in der, sagen wir schnell, in der, ja, in der Schublade. Die nehme ich gleich mal mit. Auf dem Herd steht nichts. Wieder Patronen. Immer her damit. So, hier noch was? Nein. Vielleicht hier hinten, in meinem Bad. Nee, alles leer. Mache ich hier gleich zu. Vielleicht im Schreibtisch findet sich auch so nichts. Bliebe noch das Schlafzimmer. Ui, Gürtel, Hose, Laken, Schuhe, Unterwäsche. Aber zum Anziehen habe ich schon was, also von daher brauche ich da jetzt erstmal nichts. Dann machen wir das auch. Na, wirst du wohl zugehen? Schließe Tür. So, dann machen wir es also so. Ja, dann hänge ich hier aber noch gleich das Fenster zu. Vorhänge zuziehen, haben wir ja gelernt, dass ich immer alles schön abdunkeln soll. Hier auch Vorhänge zuziehen. Und dann sage ich an der Stelle vielen Dank, dass ihr bei der ersten Folge von Project Zomboid mit dabei wart. Und dann schauen wir mal, was uns in den nächsten Folgen noch so alles erwartet. Ob wir den Zombies widerstehen und vor allem, wie lange wir überleben. Macht's gut, bis dahin, ich freue mich auf euch. Ciao.